Uttana Agni Stambhasana ist die intensiv gedehnte Feuerholzposition. Ausgangsstellung ist Agni Stambhasana. Du gibst einen Fuß unter das Knie und den anderen Fuß über das andere Knie. Die Unterschenkel sehen dort eben aus wie aufeinandergeschichtetes Feuerholz. Das ist Agni Stambhasana. Und jetzt beuge dich nach vorne und lege praktisch den Oberkörper auf die Unterschenkel, wenn du kannst. Es gibt verschiedene Handhaltungen. Die Grundstellung ist mit Ellbogen auf den Boden und die Handflächen zusammen oberhalb des Hinterkopfs. Du kannst aber auch die Arme auf den Boden geben, entweder Handflächen zusammen oder auch die Handflächen flach auf den Boden. Uttana Agni Stambhasana ist eine starke Flexibilitätsübung für die Hüftgelenke und du musst aufpassen, dass das für deine Hüftgelenke auch okay ist. Wenn du sie gut machen kannst, kultivierst du eine gute Flexibilität, die Rotationsflexibilität, die gerade für die fortgeschrittenen Lotus-Variationen so wichtig ist.